Hallo, ich bin's wieder, euer Pater Lustig. Lenche. Ja, ich habe es herausgefunden. Du schleichst dich während meines Mittagsschlafes in mein Zimmer. Okay, sicher hast du kräftig angeklopft. Und ich habe es nicht gehört, denn ich habe einen tiefen und festen Schlaf. Du hast dann heimlich mit meiner Kamera ein Video gedreht mit dem Aufruf, mir Briefe zu schreiben, weil ich das so toll finde. Also, da hast du mich ja ganz schön überrascht. Und ich freue mich natürlich sehr über Post. Für deinen nächsten Besuch verabreden wir uns besser. Und dann trinken wir gemeinsam eine Tasse Tee im Garten. Ich möchte nun heute den Brief von Carla beantworten. Sie hat mir einige Fragen gestellt. Was macht Gott, wenn zwei Kinder gleichzeitig beten? Warum Gott besondere Kräfte hat? Und kann Gott mir zuhören, obwohl ich ihn nicht angucken kann? Ja. Das steht alles in diesem wunderschönen Brief. Weißt du, Carla, Gott ist groß und stark. Er ist allmächtig. Das bedeutet, er könnte alles so machen, wie er es will. Doch weil er uns so liebt, lässt er uns seine Welt gestalten. Er steckt also großes Vertrauen in uns alle. Wir sollen mithelfen, dass es eine gute, schöne und gerechte Welt wird. Aber es entstehen auch viele Dinge von uns Menschen, die nicht so toll sind. Im Gebet sind wir mit Gott verbunden, egal ob wir allein oder in Gemeinschaft zu ihm sprechen, wie zum Beispiel im Gottesdienst. Gott kann uns alle gleichzeitig hören und verstehen. Wenn wir mit Gott sprechen, ist es wie zu telefonieren. Die Person, die wir anrufen, können wir ja auch nicht angucken. Aber wir wissen trotzdem, mit wem wir sprechen. Wenn wir ihn anrufen, ist er da. Ja, ich gebe zu, manches über Gott ist schwer zu verstehen. Ich weiß. Jesus erzählt uns in jedem Gottesdienst von Gott, wenn aus dem Evangelium vorgelesen wird. Wir können daran glauben, wenn wir uns darauf einlassen. Liebe Carla, ich hoffe, ich konnte, Entschuldigung, ich konnte deine Fragen damit beantworten. Und natürlich habe ich auch wieder ein Lied für euch. Das heißt, erzähl uns mehr. Ja, wir können noch viel mehr von Gott hören. Jetzt fange ich an.
Eins, zwei, drei, vier. Erzähl uns mehr, 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 dass wir die Zeichen verstehen. Mehr, 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 dass wir die Hoffnung sehen. Erzähl uns mehr, 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 dass wir Gott erkennen. Mehr, 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 dass wir ihn Vater nennen. Jesus, erzähl uns von Gott, von seinen Zeichen, seinen Wundern und Werken, seinen Worten wir und verstehen. Jedes Mal mehr von der Liebe des Herrn. Erzähl uns mehr, 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 dass wir die Zeichen verstehen. Mehr, 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 dass wir die Hoffnung sehen. Erzähl uns mehr, 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 dass wir Gott erkennen. Mehr, 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 dass wir ihn Vater nennen. Und beim nächsten Mal möchte ich darüber sprechen, wie das überhaupt geht mit dem Beten. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Tschüss, euer Pater Lustig. Und jetzt muss ich erstmal was trinken. Ich glaube, ich habe einen Frosch im Hals.